Herr Ratspräsident, Frau Bundesrätin, Herr Bundeskanzler, geschätzte CVP-Familie. Es war ein sehr langer Tag. Wir haben es aber trotzdem geschafft, fast pünktlich zu sein. Das war ein sehr guter Tag. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie nicht mehr lange aufhalten werde. Aber ein paar Dankesworte sind nötig. Zuerst danke ich Ihnen im Namen aller neu und wiedergewählten Mitglieder des Präsidiums für das Vertrauen. Wir werden alles daran setzen, dieses Vertrauen zu rechtfertigen. Wir werden die CVP erfolgreich machen, gemeinsam mit Ihnen, mit jeder und mit jedem von Ihnen. Sie sind uns, Sie sind mir wichtig. Wir lancieren am nächsten Parteitag in Appenzell die Diskussion, wohin die Reise geht. Wir starten das Projekt CVP 2025. Wir nehmen uns Zeit für diese Diskussion jetzt. Wir werden alle Interessierten einbeziehen. Wir werden organisatorisch und inhaltlich die Basis legen für eine erfolgreiche Politik der CVP in den nächsten Jahren. Die Schweiz ist nur deshalb ein Erfolgsmodell, weil die Stärken der Schweiz die Stärken der CVP sind. Freiheit und Verantwortung, den Menschen im Zentrum der Politik, Föderalismus und Solidarität. Das sind bewährte Tugenden und sie sind nötiger denn je. Wir müssen als CVP daran arbeiten, dass diese Botschaft den Menschen ankommt. Das ist das Ziel unseres Projektes CVP 2025. Ich lade Sie alle recht herzlich dazu ein. Sagen Sie, was Ihnen wichtig ist an der CVP, wofür Sie als CVPler und CVPlerin einstehen. Sie sind die Botschafterinnen und Botschafter unserer Partei. Mit Ihnen gewinnen wir, ohne Ihren Beitrag verlieren wir. Die Stärke der CVP ist ihre Vielfalt. Daran werden wir festhalten. Das zeichnet uns aus. Denn es zeigt, dass die CVP die einzige echte Volkspartei in der Schweiz ist und dass wir die einzige echte Zentrumspartei in der Schweiz sind. Das Zentrum entscheidet, wohin die Schweiz steuert. Wenn man unsere Kritiker hört, sind wir für vieles verantwortlich. Wenn die Linken uns als zu rechts und die Rechten als zu links bezeichnen, füllt ihr Gejammer die Zeitungsspalten. Das mag stimmen. Aber wenn das so ist, dann ist die CVP auch für das verantwortlich, was gut läuft in diesem Land und sogar für das, was hervorragend, ausgezeichnet und bestens läuft. Und das ist sehr vieles in unserem Land. Darauf können wir stolz sein. Die Schweiz ist ein Erfolgsmodell, das seinesgleichen sucht in der Welt. Sie ist ein Erfolgsmodell, vor allem dank der Christdemokratie. Der Auftrag der CVP ist es, das Erfolgsmodell Schweiz zu verteidigen mit den Menschen im Zentrum. Das ist die Botschaft, die wir vertreten. C'est avec beaucoup de plaisir que je reprends le flambeau ou ce témoin de mon prédécesseur Christophe Darblay. Je te remercie pour tout ton excellent travail au cours des 10 dernières années. Il a donné une continuité à la direction du PDC et cela aurait été très, très positif. Il n'a jamais craint aucun débat. Il a donné des impulsions et enfin, il a considérablement améliorer la capacité de notre parti à mener des campagnes. Sous sa direction, nous avons pu lancer avec succès deux initiatives populaires. C'est un succès inédit et c'est historique ce que a fait Christophe. Il a su positionner le PDC comme parti de la famille. Merci encore une fois. Merci Christophe pour ton grand travail. Le PDC continuera à mettre l'être humain, les valeurs et la liberté au centre de sa politique. Le PDC est le parti de la famille et il poursuivra son engagement pour les familles et la classe moyenne. Notre parti est fédéraliste, est divers et solidaire. Nous défendrons la sécurité et l'indépendance et nous relevons l'énorme défi de la migration. Le PDC restera l'acteur clé au centre de l'échiquier politique suisse. Mais le PDC doit renforcer son influence. Le succès de la Suisse est indissociable de l'existence d'un parti fort au centre. Et ça, c'est le parti, le PDC. Seul un parti fort au centre peut réconcilier les pôles et faire émerger les majorités. Sans le PDC, aucun parti ne peut construire des ponts. C'est exactement cette force qui a fait de la Suisse ce qu'elle est aujourd'hui, l'un des pays les plus prospères dans le monde. Je me réjouis de relever cette tâche intense et passionnante comme président du parti, et le parti et moi, nous comptons
sur votre soutien. Internamente non sono necessari molti cambiamenti e non ho intenzione di stravolgere nulla. Il PPD ha trovato il proprio ruolo di leader in Svizzera fra i partiti di centro e rimane senza rivali. Il PPD mette al centro della sua azione politica l'essere umano, i valori e la libertà. È il partito delle famiglie. È federalista, pluralista e solidale. Continueremo sicuramente a rappresentare con forza la famiglia e il ceto medio. Inoltre difenderemo l'economia sociale di mercato e faremo lo stesso con la sicurezza e la libertà. Dovremo poi assolutamente affrontare le sfide rappresentate dalla migrazione, una problematica a cui va data in tempi brevi una risposta chiara. Geschätzte CVP-Familie, ich danke Ihnen nochmals namens aller gewählten Mitglieder des Präsidiums recht herzlich für das Vertrauen. Ich danke Ihnen für die große Unterstützung und Ihr Engagement für die CVP, dass Sie auch heute mit dieser enormen und riesigen und sehr wohl auch sehr geduldigen Beteiligung heute gezeigt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich freue mich sehr, Sie alle wieder am kommenden Sommerparteitag am 20. August in Appenzell zu begrüßen. Auf bald in Appenzell. Besten Dank. Es lebe die CVP. Vive le PDC. Viva il PPD. Grazie. Vorstellung dieser Treichler-Gruppe. Sie kommt aus Oberegri, sie kommt aus Morgarten und mir wurde soeben ein weiteres Führungsinstrument für diese Partei in die Hand gedrückt. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, dass es wie am Morgarten nur im äußersten Notfall nötig sein wird. Vielleicht haben Sie während des Mittagessens noch eine Musik unten, eine Ländlermusikgruppe unten gesehen. Das ist die sogenannte Fasnacht-Vergraben-Musik aus Oberägeri. Ich bin nicht bekannt, ein großartiger Fasnächtler zu sein. Das ist ein Teil, den meine Frau übernimmt. Aber jedes Mal, wenn das Fasnacht-Vergraben stattfindet, dann lassen die Oberäger ihre Prominenten und Halbprominenten hochleben. Und es ist eine besondere Genugtuung, dass sie immer beim Nationalrat aus Oberägeri beginnen. Das freut mich jedes Mal und wenn Sie das auch einmal erleben werden möchten, dann werden Sie halt auch Nationalrat aus Oberägeri. Dann gebührt Ihnen auch diese Ehre. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr gekommen seid. Merci beaucoup. Geschätzte Damen und Herren, es ist eigentlich gar nicht vorbereitet, dass ich noch etwas sage, aber bei einem so schönen Moment kann ich es als Präsident von der CVP Oberägeri es nicht unterlassen, am Gerry recht herzlich zu gratulieren. Eins kann ich noch dazu sagen. Ich wurde vor 2 Tagen zum Präsidenten gewählt. Es standen 2 Optionen, Gerry oder ich. Das Resultat wisst ihr jetzt ja, ihr habt Gerry und ich bin in Oberägeri geblieben. Dankeschön.